Fledermaus. Ein Fuchs. Ein Krebs. Tot. Tot. Hier sind die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie können sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Wie geht es Sean? Ich weiß, er ist wirklich unglücklich. Er kann nicht verstehen, warum ich ihn scheinbar nicht lieben kann. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Ich fühle mich irgendwie wie betäubt, als ob es nicht real wäre. Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwachen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Sind Ihnen Fälle von gespaltener Persönlichkeit nach einer Gehirnerschütterung bekannt? So wie Menschen, die etwas tun, sich aber nicht mehr erinnern, als ob sie es nicht selbst waren. Wir wissen, dass in bestimmten Fällen ein heftiger Schock manchmal ernsthafte psychologische Störungen auslöst, wie Schizophrenie zum Beispiel. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Sie hatten Glück, Ethan. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Willst du was essen? Wie war's denn heute so in der Schule? Die Lehrerin hat mich ausgeschimpft, weil ich zu spät war. Sie sagt, sie schickt mich nach Hause, wenn das noch einmal passiert. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal kriegen wir das bestimmt alles hin, okay? Willst du nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Was mache ich, um ihn aufzuheitern? Früher liebte es Sean, in den Park zu gehen, zu lachen und Unsinn zu machen. Mann, er war so glücklich. Aber das war vorher, vor Jason. Armer Sean. Er muss wegen mir Ärger in der Schule gehabt haben. Ein Bumerang? Kannst du den werfen? Nein, Dad, nicht wirklich. Bei mir kommt der nie zurück. Kann ich mal probieren?
Wow, du hast es geschafft, Dad. Willst du jetzt mal? Das schaffe ich doch niemals. Komm schon, jetzt gemeinsam. Also, das Wichtigste ist die richtige Ausgangsposition. Dann wirfst du ihn gerade und ein bisschen nach rechts. Jetzt wirf ihn. Geschafft, Dad. Ganz toll schon. Siehst du, war gar nicht so schwer. Ich finde etwas anderes für uns beide. Ein Päckchen Kaugummi mit Erdbeergeschmack, bitte. Danke. Hey, ich habe ein paar Kaugummis. Ich hasse Erdbeeren. Vielen Dank, war trotzdem nett von dir. Ich hätte wissen müssen, dass er Erdbeeren nicht mag. Ich kenne meinen Sohn nicht mehr. Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Dad, lass mich fliegen! Sieht ganz nach Regen aus. Wir sollten gehen. Okay. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Ich auch schon. Ich auch. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Einmal. $1.
Sean! 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 Ha ha ha!